Jeden Tag werden viele tausend Menschen gegen Corona geimpft. Doch es gibt weiter Sand im Getriebe. So muss gerade erheblich umdisponiert werden. Für die unter 60-Jährigen, die Erstimpfungen mit AstraZeneca erhalten haben. Nach einer Entscheidung der Gesundheitsminister soll ihnen als zweite Dosis BioNTech, Pfizer oder Moderna verabreicht werden. Das aber reißt Lücken. Brandenburg will deswegen erstmal keine Termine mehr für Erstimpfungen vergeben. Positiv klingt da, dass nun auch Unternehmen in die Impfkampagne einsteigen. 300 ihrer Mitarbeiter, die zu einer Risikogruppe gehören, etwa wegen Vorerkrankungen, will die BASF heute impfen. Ziel ist es, die gesamte Belegschaft zu immunisieren. Nach den Hausärzten beginnen jetzt auch Unternehmen, sich an der Impfkampagne zu beteiligen. Da wecken Nachrichten von erneuten Lieferverzögerungen etwa bei Johnson & Johnson Befürchtungen. Immunologen fordern ein schnelles Handeln der Politik, um ein Scheitern der deutschen Strategie zu verhindern. Es müsste im Prinzip jetzt schon proaktiv reagiert werden, dass die Bundesregierung wahrscheinlich dann im Alleingang mehr mRNA-Impfstoff bestellt, also ganz konkret bei BioNTech und dann auch bei CureVac versucht, zusätzliche Dosen gerade für den Sommer zu sichern. Die EU-Kommission will bei ihren künftigen Bestellungen eher auf mRNA-Impfstoffe setzen, wie die von BioNTech, Pfizer oder Moderna. 50 Millionen zusätzliche Dosen des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer werden zusätzlich im zweiten Quartal geliefert, beginnend im April. Diese 50 Millionen Dosen waren ursprünglich zur Lieferung im vierten Quartal vorgesehen. Jetzt stehen sie schon im zweiten Quartal zur Verfügung. Was das Vakzin von AstraZeneca betrifft, empfiehlt die EU-Arzneimittelbehörde die Anwendung weiter auch nach Berichten über vereinzelte Fälle von Sinusvenenthrombosen. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson gibt es eine weitere Prüfung. Und zugeschaltet ist uns jetzt unsere Wissenschaftsredakteurin Anja Martini. Die EU-Kommission hat also die Zusage von BioNTech-Pfizer. Zusätzliche 50 Millionen Dosen werden bis Ende Juni geliefert. Verteilt werden sie dann auf alle EU-Staaten. Was bedeutet das denn am Ende für die deutsche Impfstrategie? Die deutsche Impfstrategie, das hoffen zumindest die Hausärzte und die Impfzentren und alle Virologen und Wissenschaftler gemeinsam und Wissenschaftlerinnen, denke ich, gemeinsam und auch die Virologinnen, dass dann die Impfstrategie dadurch nicht ins Stocken gerät. Denn zum Beispiel, es waren etwa 10 Millionen Dosen, die Johnson & Johnson im zweiten Quartal hätte nach Deutschland liefern sollen. Und die könnten jetzt theoretisch durch die BioNTech-Dosen aufgefangen werden. Das bedeutet, das Wichtigste ist, dass die Impfstrategie oder das Impftempo durch diese Lieferengpässe oder nicht das Lichtliefern der Impfdosen nicht zurückgeworfen wird. Das ist das Anliegen der meisten Mediziner und Wissenschaftler. Und ist damit die Klage der Hausärzte über weniger BioNTech-Vakzin hinfällig? Es sieht so aus und es war auch keine Klage sozusagen, sondern sie haben gesagt, sie befürchten das und dass sie hätten Angst davor, dass sowas passiert und dass sozusagen das Tempo zurückgeworfen wird. Es gibt Lieferverträge und die Bundesregierung hat mit den Hausärzten und Hausärztinnen Verträge geschlossen, wie viele Impfdosen bei den Hausärztinnen und Hausärzten landen und wie viel in den Impfzentren landen. Und das Einhalten dieser Verträge hängt natürlich davon ab, ob die Hersteller die Impfdosen dann auch wirklich liefern und ihre Liefertermine wirklich einhalten. Und da war in diesen Hersteller oder in diesen Verträgen stand immer drin, dass zum Beispiel BioNTech dann dazukommt und dass dann dass AstraZeneca dazukommt, dass Johnson & Johnson dazukommt. Und die sind natürlich immer ein bisschen variabel, weil es ist nicht wirklich festschreibbar, wie viele Dosen kommen an und wo gibt es eventuell Lieferprobleme. Und das muss auch nicht unbedingt an den Impfmittelherstellern liegen. Das kann auch zum Beispiel daran liegen, dass keine Spritzen mehr verfügbar sind oder dass keine Spitzen mehr verfügbar sind. All das ist möglich und deswegen ist es halt eben sehr vage oder sehr schwierig, das wirklich vorherzusagen, wie viele Impfdosen wann wo ankommen. Ja, Johnson & Johnson fällt ja nun aus, AstraZeneca in Teilen, zumindest vorerst. Kann man denn sagen, diese Impfstoffe sind gefährlicher, weil sie vektorbasiert sind? Oder was ist der Unterschied zu BioNTech und Pfizer? Also es gibt mittlerweile ganz viele Wissenschaftler, die versuchen herauszufinden, was ist der Grund für diese Hirnvenenthrombosen. Und es gibt auch erste Wissenschaftler in Greifswald, gehören einige dazu. Es gibt jetzt noch weitere Wissenschaftler, die denken, dass der Vektorimpfstoff, also die Art des Impfstoffes, daran mit den Hirnvenenthrombosen zusammenhängen kann. Aber das alles sind bisher nur Vermutungen. Das wird alles geprüft und jeder einzelne Fall dieser Hirnvenenthrombosen wird jetzt genau untersucht. Und bevor man das nicht getan hat, ist es sehr schwer, da wirklich zu sagen, woran es liegen kann. Nun gibt es ja die klare Empfehlung, dass die Zweitimpfung für unter 60-Jährige eben kein AstraZeneca mehr sein soll. Dann soll ich als Zweitimpfung etwas anderes bekommen. Darf man denn die Impfstoffe einfach so miteinander mischen?
Dazu laufen bereits auch Forschungen, und zwar besonders viel in Großbritannien und in den USA. Und da wird untersucht, was passiert, wenn man nach einem AstraZeneca-Impfstoff, einem Vektor-Impfstoff, einen mRNA-Impfstoff bekommt. Die große Frage, die dahinter steckt, ist, wie gut ist dann die Immunantwort? Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Dafür sind einfach noch nicht genügend Fälle dieser Art vorgekommen. Und deswegen wird das weiter getestet. Die Ständige Impfkommission hat gesagt, es wird voraussichtlich so sein, dass es keine Probleme mit einem Mix von Impfstoffdosen quasi gibt und hat deswegen gesagt, ja, wir genehmigen das. Das waren die Argumente der Ständigen Impfkommission und deswegen wird es in Deutschland jetzt auch so gemacht. Der Bundesgesundheitsminister hat es sozusagen so auf den Weg gebracht. Das kommt jetzt als nächstes, aber die Studien dazu, die laufen weiter, wie auch zu allen anderen Impfstoffen, immer weiter Studien über Sicherheit und Verträglichkeit und Nebenwirkungen laufen. Einschätzungen von Anja Martini. Vielen Dank. Sehr gerne.